herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute Morgen waren wir noch in Stemwede. Und jetzt sind wir im Flotow. Und zwar befinden wir uns auf dem Campingplatz Campingparadies Sonnenwiese. Den möchten wir euch hiermit vorstellen. Und auch die nähere Umgebung. Viel Spaß dabei. Hier bei der Zufahrt zum Campingplatz muss man darauf achten, sich links zu halten. Da ist rechts herum zu einem weiteren Campingplatz, und zwar den Familienfreizeitplatz Borlefzen geht. Also hier links einordnen. Und im Hintergrund sieht man auch schon die Anmeldung. Hier befindet sich nun die Anmeldung zum Campingplatz. Der hat momentan geschlossen, also die Anmeldung hat geschlossen, weil wir es jetzt Mittagszeit haben. Rechts daneben befindet sich das Bistro und Restaurant, und hier ist auch Außerhausverkauf möglich. Und links davon, von der Anmeldung, befindet sich dann noch ein Shop, der leider wegen der Corona-Erkrankung geschlossen hat und wohl dieses Jahr auch nicht wieder öffnen wird. Und hier ist dann die Einfahrt zum Campingplatz. Hier seht ihr nun unseren Stellplatz. Die Plätze sind 100 Quadratmeter oder etwas größer. Hier einmal ein Rundumblick. Was man von hier aus nicht sehen kann, ist, dass dort hinten die Weser lang fließt. Zu ihr kann man auch direkt vom Stellplatz aus hingelangen. Im Sanitärgebäude befindet sich rechts neben dem Eingang die Entsorgung für die Chemietoilette, und weiter hinein ins Sanitärgebäude findet man die Toiletten. Bei den Waschbecken ist momentan jedes zweite gesperrt wegen der Corona, ebenso bei den Pissoirs. Und auf den Toiletten ist auch Toilettenpapier vorhanden. Jetzt sind wir hier im Duschbereich. Hier sind auch wieder teilweise die Waschbecken gesperrt. Hier ist auch ein Einzelwaschbecken. Und daneben die Dusche. Für die Dusche muss man Duschmarken kaufen, wobei Stück 60 Cent kostet, und hier über die Automaten ist zu bezahlen. Hier im hinteren Bereich befindet sich dann noch ein Kinderbad mit WC. Ebenfalls im Sanitärgebäude gibt es eine Spülküche mit einem kleinen Geschirrspüler. Und hier hinten gibt es auch zwei Kochfelder mit jeweils zwei Platten. Auch diese muss man mit Wertmarken bezahlen. Ich kann leider nicht sagen, was diese kosten. Dann gibt es noch hier hinten ein Solarium, was momentan nicht in Betrieb ist, und ein Clubraum. Dieses Sanitärgebäude ist das einzigste hier auf dem Platz. Da der Platz sehr weitläufig ist, muss man teilweise einiges an Strecke zurücklegen. Auch das Hundebad ist Zeiten von Corona gesperrt. Ebenso ist der Raum
mit den Waschmaschinen, ich glaube, man kann hier durch die Scheibe jetzt nichts sehen, auch abgesperrt. Neben dem Sanitärgebäude findet man auch die Kinderanimation, die in der Hauptsaison geöffnet hat. Hinter dem Sanitärgebäude befindet sich die sogenannte Kneippanlage, welche allerdings momentan außer Betrieb ist. Genauso wie der sogenannte Fitnessraum. Mit einem Blick durchs Fenster kann ich euch nur einen kleinen Eindruck geben. Mit am Sanitärgebäude dran befindet sich ein Schwimmbad, was jetzt unter Glas ist, aber die Überdachung lässt sich im Sommer bei schönem Wetter auch wegschieben. Das Schwimmbad ist auch beheizt. Fast direkt daneben befindet sich der Badesee, den man natürlich jetzt bei diesem kalten Wetter noch nicht nutzen kann. Mit auf dem Campingplatz gibt es auch eine Grillstelle und einen Platz für Lagerfeuer. Daneben befindet sich der Spielplatz. Auf dem Campingplatz befindet sich ein riesiger Spielplatz mit Sandkiste sozusagen, Klettergerüsten, Basketballkörben. Außerdem gibt es hier zum Beispiel Tischtennisplatten. Und hier im hinteren Bereich auch ein Fußballfeld mit Toren und auch einer Torwand. Hier ist wirklich viel Platz für die Kinder, wo sie sich austoben können. Hier ist der Bereich zur Entsorgung des Grauwassers. Und zwar gibt es hier einen Bodeneinlass. Das ist hier dieser rote Deckel, den man entfernen muss. Sieht alles schon etwas in die Jahre gekommen aus. Nun sind wir mit dem Fahrrad von dem Campingplatz aus nach Rinteln geradelt. Das müssten so etwa um die 15 Kilometer sein. Hier sind wir jetzt in der historischen Altstadt. Mal gucken, was Rinteln sonst noch so zu bieten hat. Und jetzt befinden wir uns in Rinteln an der Nikolaikirche, die auch in der Altstadt liegt. Es gibt hier in Rinteln wirklich viele schöne alte Häuser. Vor allen Dingen Fachwerkhäuser.
Hier ist der Ratskeller. Und im Hintergrund wieder die Nikolaikirche. Auf dem Weserradweg geht es jetzt wieder zurück von Rinteln zum Campingplatz. Dabei haben wir einen kleinen Boxenstopp sozusagen eingelegt und haben ein schnuckliges Plätzchen gefunden, wo man sich selber bedienen kann. Hier gibt es Kaffee und Quarkspeise und auch andere Getränke hier im Kühlschrank zu finden. Man darf sich auch das gemütlich machen auf der Sitzbank im Garten. Wir sind jetzt zu Hause. Und das war jetzt unser Rückblick auf den Campingplatz Campingparadies Sonnenwiese in Flotow. Wir haben uns diesen Campingplatz ein bisschen anders vorgestellt. Leider war der Informationsfluss vom Campingplatz aus nicht so toll. So wussten wir zum Beispiel nicht, dass der Shop geschlossen hat und dass es keinen Brötchenservice gibt, so dass wir am Montagmorgen, weil wir sind Sonntag angekommen, erst los mussten, um Brot zu holen, was 3,5 Kilometer weit weg liegt, der nächste Bäcker. Die Anlage war sehr schön, aber zum Beispiel das Schwimmbad wird im Internet sehr viel größer vorgestellt. Und was uns auch noch gestört hat, war die Freundlichkeit des Personals. Da kann man sicherlich noch einiges verbessern. Wir sind bei der Abreise nicht aus der Schranke gekommen, also wir sind nicht vom Platz gekommen. Wir wollten um 9:30 starten. Und man hat uns erst gesagt, ja, es wird erst um 10 Uhr die Schranke geöffnet. Es gab lediglich einen Schmierzettel, also einen handgeschriebenen Zettel an der Tür, wo diese geänderten Öffnungszeiten drauf standen, der aber nicht weiter aufgefallen ist. Aber trotzdem wussten wir nicht, dass wir nicht aus der Schranke kommen. Also so als Gesamtrückblick kann man sagen, der Platz selber ist sehr schön, ist auch schön gelegen am Weserradweg und sehr ruhig. Aber wie gesagt, er ist verbesserungswürdig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und freuen uns wie immer über einen Daumen hoch oder ein Abo von euch. Wir sagen erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Imke. Und Andreas. Tschüss. Tschüss.